Ja, ja. Wir begrüßen Christian Felber aus Österreich, Initiator der Demokratischen Bank in Österreich und Gemeinwohlökonom. Sie sind Gast heute bei dem ersten Jahrestag des Vereines Monetative e.V. in Deutschland. Sie werden gleich an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Vielen Dank, dass Sie vorher noch die Zeit gefunden haben, hier kurz zu mir zu kommen. Wir haben ja eine Schnittmenge eben schon so im Vorgespräch festgestellt, der Ihres Buches, das Sie im Frühjahr herausgebracht haben, Retten wir den Euro. Da haben Sie einen konkreten Lösungsvorschlag präsentiert. Wenn Sie den vielleicht nochmal ganz kurz zu Beginn ausführen könnten und die Schnittmenge zu den Anliegen der Monetative. Also so kurz, wie es geht. Sehr gerne, wenn ich vielleicht nur vorausschicken darf, der große Hintergrund, der um den Projekten gemeinsam ist, ist mir, glaube ich, noch viel wichtiger. Und das ist die ganz grundlegende Überlegung, dass Geld etwas so Wichtiges, etwas so Basales für die Wirtschaft und die Gesellschaft ist, dass die Spielregeln, nach denen das Geld verwendet wird und welche Funktionen Geld erfüllen darf, dass die in der Verfassung verankert werden müssen. Und dass dieser Geldverfassungsteil auf möglichst demokratische Weise zustande kommen muss. Das ist aus meiner Sicht eine viel, viel größere Schnittmenge als nur der aktuelle und konkrete Vorschlag, den Euro zu retten, den ich auch sehr gerne in ganz kurzen Strichen darlege. Ich sehe derzeit drei Rettungsstrategien der Regierungen bereits in Umsetzung oder zumindest in Diskussion. Das ist die Überschuldungssituation der Staaten so zu lösen, dass die Schulden übertragen werden von schwächeren auf stärkere Staaten, erstens mit Rettungsschirmen. Zweitens, dass die Schulden der überschuldeten Staaten gestrichen werden. Und drittens, dass die Schulden insgesamt inflationiert werden, monetisiert werden. Das sind die drei Rettungsstrategien, die die Regierungen derzeit umsetzen oder diskutieren. Und ich glaube, dass alle drei Strategien den Euro nicht retten werden. Deshalb schlage ich eine vierte Möglichkeit, den Euro zu retten, vor, nämlich die Schulden zu tilgen. Das klingt vielleicht ein bisschen einfach, hat aber einen sehr plausiblen Hintergrund, nämlich den, dass die privaten Vermögen in der Eurozone im Durchschnitt fünfmal so groß sind wie die Staatsschulden. Das heißt, dass bereits 1% Besteuerung der Vermögen die Staatsschulden um 5% reduzieren könnte in einem Jahr und in 10 Jahren halbieren könnte. Es bedürfte allerdings einer gleich ehrgeizigen Kooperation der Euro-Mitgliedsländer auf der Ebene der Steuerpolitik, wie sie sie auf der Ebene der Währungspolitik mit dem Euro ja bewiesen haben. Das ist die vollkommene Kooperation, dass man sich eine gemeinsame Währung schafft. Da wäre eigentlich die gemeinsame Vermögensbesteuerung der sehr viel weniger ehrgeizige Zusatzmechanismus. Und dann würde übrig bleiben eine Staatsschuldenquote von weniger als 50%. Derzeit haben wir ca. 90% Staatsschuldenquote der gesamten Eurozone, sollte dann auf 45% hinuntergehen. Und diesen Teil, der könnte umgewandelt werden in zinsfreie Kredite bei der Europäischen Zentralbank, bei unserer eigenen Großbank. Und das würde dann die immense Zinsenlast auf die Staatsschulden ersparen. Im Falle Deutschlands stehen wir derzeit bei ungefähr 65 Milliarden Euro pro Jahr Zinsendienst für die Staatsschulden. Und diese 65 Milliarden Euro, die könnten dann sinnvoll eingesetzt werden. Einerseits zur Haushaltssanierung, andererseits aber für dringend nötige soziale und ökologische Investitionen. Herr Felber, hochinteressant. Sie sind ja auch Gründungsmitglied von ATTAC Österreich gewesen. Jetzt ist dieser Ansatz mir auch schon begegnet in ähnlicher Art und Weise von Dr. Stelter von der Boston Consulting Group, der die Studie Mesopotamia herausgegeben hat vor gut einem Jahr. Er war auch bei mir vor kurzem zu Gast bei einer Podiumsdiskussion. Haben Sie schon mal mit ihm gesprochen und verwundert Sie das, dass solche Vorschläge mittlerweile auch von solcher Seite kommen? Also um es gleich pointiert zu formulieren, verwundert mich das gar nicht, weil ja der Sachverhalt, der den gemeinsamen Schlussfolgerungen zugrunde liegt, ein mathematischer ist und kein ideologischer. Wie sehr gerne unterstellt wird, wenn jemand Steuern auf Vermögen zum Beispiel vorschlägt, dann heißt das in der öffentlichen Diskussion sehr schnell, du Kommunist. Dabei handelt es sich hier nicht um Ideologie, sondern um Mathematik und deshalb kommt nicht nur der Herr Stelter von der Boston Consulting Group zum gleichen Vorschlag wie ich, sondern auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mittlerweile. Und immerhin hat auch der Sachverständigenrat ja erstmals von einer Schuldentilgung gesprochen und nicht nur von einer Schuldenübertragung. Das heißt, wir haben hier bereits ein sehr buntes Konzert von Boston Consulting Group, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung,
der Wirtschaftsweisenrat und ATTAC Österreich oder auch Deutschland, die hier zu den gleichen Schlüssen kommen. Und das mathematische Geheimnis kann so gelöst werden, dass in der derzeitigen volkswirtschaftlichen Finanzierungsrechnung die Summe aller Schulden und Guthaben, es ist schwierig, mit dem Mikrofon zu machen, ja, dass die immer Null ist. Das heißt Verschiedenes. Wenn die Guthaben steigen, dann müssen auch die Schulden steigen. Wenn die Schulden sinken sollen oder auch nur langsam ansteigen sollen, Stichwort Schuldenbremse, dann müssen auch die Vermögen sinken oder langsam ansteigen. Das heißt, jede Schuldenbremse ist zunächst mal mathematisch auch eine Vermögensbremse. Das ist ja schon mal sehr lustig, weil wenn jemand eine Vermögensbremse vorschlagen würde, würde man ihn als Kommunisten beschimpfen. Wer aber eine Schuldenbremse vorschlägt, was genau das Gleiche ist mathematisch, der wird als Haushaltssanierer gelobt. Und der wichtigste Zusammenhang von allem ist, dass die Schulden nicht ewig steigen können. Das wird wohl jeder unterscheiden. Weil irgendwann befinden wir uns in einer Überschuldungssituation volkswirtschaftlich. Das heißt, dass einer der drei volkswirtschaftlichen Sektoren, nämlich entweder der Staat, in die Insolvenz geht oder die privaten Haushalte in eine Masseninsolvenzwelle gehen oder die Unternehmen in eine Masseninsolvenzwelle gehen. So, also diese Überlegung kann wahrscheinlich jeder folgen. Die Schulden können nicht ewig steigen. Und das heißt jetzt aber zwingend logisch auf der anderen Seite, dass auch die Finanzvermögen nicht ewig steigen können. Weil irgendwann kommt es dann zu einer entweder unkontrollierten Korrektur, das wäre eine Insolvenz, ein Insolvenzereignis mit einer Vermögensvernichtung, die schmerzhaft ist, oder aber, was eben wir vier vorschlagen, wir machen das Ganze kontrolliert. Wir machen eine kontrollierte Vermögensbesteuerung und tragen damit die Schulden ab. Also zwischen diesen beiden Varianten können wir wählen. Und die einzige Ideologie, der einzige ideologische Spielraum, der hier möglich ist, ist der zwischen einer unkontrollierten Insolvenz und einer kontrollierten Besteuerung. Sie haben da übrigens noch einen weiteren Verbündeten, das ist Professor Streeck vom Max-Planck-Institut in Köln, der das ja auch als einen Verteilungskonflikt letztendlich beschrieben hat und auch diese Lösungsmöglichkeit als eine von vier angegeben hat. Also auch da eine Schnittmenge. Jetzt sind Sie intellektuell dieses Jahr von zwei Büchern auch noch flankiert worden. Einmal das von den deutschen Übersetzungen von David Graeber. Schuld 5000 Jahre, die deutsche Übersetzung. Und was Sie besonders wahrscheinlich gefreut hat, ist, dass Herr Thomas Sedlacek jetzt sein Buch zum, glaube ich, Wirtschaftsbuchpreis in Deutschland bekommen hat vor wenigen Tagen. Ich habe Sie mal gesehen in einer Podiumsdiskussion in Wien. Ich weiß nicht genau, wo die stattgefunden hat. Da sind Sie zusammen mit ihm aufgetreten und mit dem tschechischen Außenminister, glaube ich, war es, der da dabei war. Hat das in der breiten Bevölkerung auch dafür gesorgt, dass dieses Thema mehr Resonanz gefunden hat? Also solche doch sehr in der Öffentlichkeit diskutierten Bücher? Zweifelsohne tragen solche Superbestseller wie David Graeber oder Thomas Sedlacek dazu bei, dass in der breiten Bevölkerung eine Sensibilisierung entsteht oder sich schneller verbreitet als in den vergangenen 30 Jahren, obwohl die Probleme sehr ähnlich gelagert waren. Und zum einen, glaube ich, haben die Menschen verstanden, dass die derzeitige Anlage unserer Geldordnung nicht mehr nachhaltig ist. Da kommt es früher, das ist nicht mehr glaubwürdig, das ist nicht mehr durchschaubar, das ist auch zum Teil schon tief morsch und faul und da kommt es zu einem schweren Zusammenbruch. Also diese Erkenntnis macht sich breit und wird durch solche Bücher natürlich verstärkt. Und dann ein ganz konkreter Beitrag ist, dass beide Autoren auf die historischen Schuldenstreichungen verweisen. Deswegen habe ich es auch erwähnt. Jetzt habe ich vor kurzem hier mit Michael Kumhoff gesessen. Er ist ja Wissenschaftler beim Internationalen Währungsfonds und hat auch für unser gemeinsames Anliegen hier, also von einer Vollgeldreform, ja einen entscheidenden Beitrag geleistet. Er hat nämlich ein Research-Papier veröffentlicht, Chicago Blend Revisited. Sind die großen Gewinner in dieser Krise eigentlich die Wirtschaftshistoriker, die an Dinge anknüpfen, die schon bei der letzten Krise eigentlich zu Überlegungen geführt haben, wie wir das System stabilisieren können, die abgeschnitten waren, die wir also als Jüngere eigentlich über Jahrzehnte jetzt nicht irgendwie gelernt haben mehr, weil wir ja aufgewachsen sind mit dem Gedankengut einer effizienten Finanzmarkttheorie? Das habe ich mir auch gedacht beim Vortrag. Und ich habe es mir auch im großen historischen Kontext gedacht. Oft reicht eine Krise, in deren Sogwelle dann bahnbrechende Vorschläge gemacht werden, die aber dann doch nicht zur Umsetzung kommen, weil die Widerstände eben nach dieser ersten Krise doch noch zu groß waren. Reicht diese Krise nicht aus, sondern es müssen weitere Krisen, ähnliche Krisen folgen und plötzlich werden dann diese Vorschläge wieder ausgegraben und mit etwas Verspätung sozusagen beim übernächsten Mal oder beim überübernächsten Mal umgesetzt.
Sehr schön finde ich ja nicht nur den Vorschlag von Irving Fisher und seinen Zeitgenossen, sondern ein anderes wunderbares Beispiel ist der Vorschlag von John Maynard Keynes nach dem Zweiten Weltkrieg, wo er eine International Clearing Union, ja, und vor allem die Bestrafung von unausgeglichenen Handelsbilanzen zum Erhalt des ewigen Friedens in Anlehnung an Immanuel Kant vorgeschlagen hat. Damals hat er sich noch nicht durchgesetzt, aber ich vermute, dass in den nächsten 20 Jahren der Vorschlag von John Maynard Keynes mit eben einer krisenhaften Verspätung dann noch zur historischen Ehre kommen wird. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass bei einigen G20-Verhandlungen, als die Amerikaner Vorschläge gemacht haben, Leistungsbilanzüberschüsse zu begrenzen auf bestimmte Prozentsätze, da irgendwie, wahrscheinlich aber auch aus Eigeninteresse, schon gewisse Richtungen da eingeschlagen worden. Aber ich finde das faszinierend, was Sie gesagt haben, weil ich kenne diesen Plan auch von Keynes. Und er würde ja bedeuten, dass sowohl das Defizitland als auch das Überschussland letztendlich etwas abführen muss in eine sogenannte Clearingstelle, wo dann Gegenmaßnahmen praktisch daraus finanziert werden können, soweit ich es damals verstanden habe. Genau, weil wenn Sie der Alternative, die sozusagen die erste logische Konsequenz gewesen wäre, nämlich die Währung aufzuwerten, das müsste jetzt Deutschland als Exportweltmeister tun, oder abzuwerten, Griechenland als Importweltmeister, wenn die nicht greifen würde. Und der Gedanke dahinter hat wieder mit der Schulden, mit der Überschuldung zu tun, nämlich so, wenn zwei Länder permanent eine Überschuss- und Defizitbeziehung pflegen, dann ist irgendwann das Defizitland im Staatsbankrott. Das ist auch jetzt zwischen Deutschland und Griechenland die mathematisch zwingende Norm, weil so wie alle Finanzguthaben und Schulden in einer Volkswirtschaft immer null sind, so sind auch alle Handelsbilanzen der Welt immer null. Das heißt, wenn ein Land die Strategie fährt, einen dauerhaften Exportüberschuss anzustreben, dann ist die mathematisch zwingende Folge, dass ein anderes Land in den Staatsbankrott muss. Aus meiner Sicht ist es ein hochaggressives Wirtschaftsverbrechen, das als langfristiges strategisches Ziel auszurufen. Und Keynes hat gesagt, das ist natürlich nicht nur sinnlos und stabilitätsgefährdend und ungerecht, sondern es kann diese krisenhafte Situation, wenn dann das eine Land in den Bankrott geht, kann zu einem Krieg führen. Und deshalb hat er seinen Plan natürlich wunderbar makroökonomisch begründet, sehr nachvollziehbar und plausibel. Aber schlussendlich, sozusagen das Schlussplädoyer in seinem Papier, gilt dem kantianischen Gedanken des Erhalts des weltweiten Friedens. Jetzt sind wir doch bei der Eurokrise angelandet. Wieder. Wir stehen jetzt vor großen Herausforderungen. Wir haben jetzt eine Notenbank, die zögerlich die Funktion annimmt eines Tender of Last Resort. Den hat sie ja nicht voll ausüben können. Alles im bestehenden System natürlich. Sie kann nur dafür sorgen, indem sie die Liquidität zur Verfügung stellt, die Geschäftsbanken praktisch durch ihre Kreditschöpfung zwingend notwendig gemacht haben, die Finanzstabilität zu sichern. Aber sie ist noch keine Notenbank, die jetzt für ein gemeinsames Staatswesen irgendwie handelt, sondern sie ist de facto zu einer Art Notregierung geworden, aus währungstechnischer Sicht. Ja, also sie macht bei dem großen Push mit und spielt hier eine unglückliche und später wird sich wahrscheinlich noch weisen tragische Rolle, nämlich bei Strategien, die insgesamt den Euro nicht retten werden. Also das alleinige Aufkaufprogramm von Staatsanleihen, das müsste in die vielen Billionen fortgeführt werden, damit die Insolvenzen aber eben auch nur weiter verschleppt werden, weil sich ja die Schulden durch den Aufkauf dieser Staaten deutlich verringern. Deshalb wäre aus meiner Sicht eine viel wirksamere Alternative, dass sie die Staatsanleihen der überschuldeten Staaten nur garantiert, aber nicht aufkauft, und dass damit Zeit gewonnen wird und in der gewonnenen Zeit die Staaten, die dann eben sofort höchste Bonität wieder hätten, wenn Anleihen garantiert sind und die Zinssätze gegen Null sinken würden, aufgrund der höchsten Bonität, die könnten dann eben eine alternative Rettungsstrategie einschlagen. Das wäre eben die Zurückzahlung der Staatsschulden über EU-weit koordinierte Vermögen, Finanztransaktions-, Körperschafts-, Kapitalertrags- und Spitzeneinkommenssteuer. Die Kombination, dass man man hat einen Schuldenschnitt, einen kleinen in Griechenland versucht durchzuführen, aber der ist ja marginal ausgefallen. Einen europaweiten Schuldenschnitt in Kombination mit einer Vermögensabgabe und dann die Finanzierung der Staaten auf eine Notenbank umzustellen, die im Prinzip einer monetativen nahe kommt. Wäre das nicht ein Weg, weil durch den Schuldenschnitt würde man halt auch Gläubiger und Kräfte heranziehen, die außerhalb von Europas liegen, die halt an diesen Spekulationen halt mitverdient haben, was man halt bei einer reinen Vermögensabgabe nicht hinbekommt.
Ja, bei der Vermögensabgabe, wenn damit die Schulden zurückgezahlt würden, würde kein Gläubiger zu Schaden kommen. Aber gleichzeitig eben würden durch die Vermögensabgabe die Gläubiger zu einer höheren Steuerleistung verpflichtet. Aus meiner Sicht ist es weitgehend ein Kreisverkehr mit der kleinen Unsauberkeit, dass vielleicht die Menge der Vermögensteuerzahlenden in der Europäischen Union nicht vollständig identisch ist mit der Menge der Gläubiger der Mitgliedstaaten des Euro. Aber in einer Notsituation kann man, glaube ich, keine vollkommen saubere und fehlerfreie Rettungsstrategie durchführen. Und diese kleine Unsauberkeit oder nicht Deckungsgleichheit zwischen Staatsgläubigern und Steuerzahlenden, ich glaube, das wäre das geringere Übel im Vergleich mit den anderen Rettungen. Ich hätte noch viele Fragen, aber mir wurde schon ein Signal gegeben, Sie müssen zur Podiumsdiskussion. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne, mein Vergnügen. Ja, yeah.